Hallo an unsere Fans. Mal ein Zwischenergebnis. Wir sind in letzter Zeit, wie Sie bestimmt bemerkt haben, leider in Talkshows verwickelt, die wir deswegen als spannende, obwohl sie nicht gerade von vielen Leuten angeklickt werden, die wir dennoch als, ja, interessante Übungsplattform sehen, um jetzt unsere Fähigkeiten im Live-Fernsehen zu entwickeln. Sie sehen jetzt eventuell entweder eine Live-Sendung oder die Aufzeichnung. Wir lernen das, wir üben das sind gespannt, ob wir das irgendwann routinemäßig hinkriegen. Die Inhalte in den Talkshows haben Sie gemerkt, wir haben es mit Leuten zu tun, die natürlich aus unserer naturwissenschaftlichen Sicht relativ wenig Bezug zur Realität haben. Wir als Naturwissenschaftler können das ja nicht anders sehen. Sie merken es, wir haben es dort mit Weltbildern und Menschenbildern zu tun. Mit Menschenbildern, dass der Mensch sozusagen auch ein völlig konkurrenzfreies, egoismusfreies, selbstloses sich für das große Ganze und die ganze Welt und für alles, vielleicht sogar die Tiere und die Natur aufopfern könnendes Lebewesen sei. Ja, das ist aus naturwissenschaftlicher Sicht teilweise richtig. Man kann Menschen so dazu manipulieren, dass sie sich selbst schaden und sich selbst aufopfern und dabei dann aber in der Evolution schlechtere Chancen haben, weil sie ihre eigenen Gene schlechter verbreiten können. Ja, also wir glauben ja, dass das, was andere als Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsreifung entstehen, hin zu einem, ja, sozusagen selbstloseren Lebensstil, dass wir das eigentlich nur als den nicht bewussten Manipulationsversuch sehen können, als Naturwissenschaftler, andere dahin zu manipulieren, ihr eigenes Leben zu ruinieren, was ja auch gelingen kann. Wir sehen es ja, wir können jederzeit, konnte man Menschen dazu aufhetzen, ihr Leben für den Heldentod im Kriege sich aufzuopfern und dadurch auszusterben oder jedenfalls deutlich weniger Kinder zu hinterlassen, als wenn sie das ganze Leben gelebt hätten und nicht den Heldentod, sich nicht freiwillig zur Armee gemeldet hätten oder was auch immer, ja. Ja, Manipulation ist möglich, aber aus unserer naturwissenschaftlichen Sicht dürfen wir den gesunden Egoismus, die Konkurrenzneigung, die Wettbewerbsneigung, die Neigung auch gewinnt, bestimmte Leistungen zu erbringen, wenn man dort etwas erreichen kann. Das dürfen wir nicht unterbrechen, denn wir sehen ja an der, erinnere Sie nochmal an den Satz, auch Bonobos arbeiten für die Bezahlung durch die Frauen. Nur ist das kein Geld, sondern das ist dann die Anerkennung, die Liebe, die Wertschätzung. Ja, die Bonobo-Männer schenken anstatt die herrlichsten und reifsten Früchte, die sie gefunden haben, selber zu essen, schenken sie diese Früchte und oft die ganzen Fruchtbäume den Frauen und Kindern. Für diese Leistung sind sie in der Konkurrenz, im Wettbewerb höher angesehen als andere Männer. Und die Frauen bezahlen quasi mit mehr Wertschätzung, mit mehr Sympathie, mit mehr Anerkennung und mit mehr Liebe und auch mit etwas vergrößerter sexueller Intensität, die dann auch eine etwas erhöhte Wahrscheinlichkeit zur Folge hat, dass dieser Mann, dieser größte Schenker, dann auch der Vater des nächsten Kindes wird. Und darin wollen wir auch gar nicht eingreifen. Ne? Wir wollen zum Beispiel, wenn dann andere Ansätze sagen, ja, wir könnten
sofort schon quasi, sie wissen, dass wir circa 3 Stunden tägliche Arbeitszeit für natürlich halten, aber im Kapitalismus empfinden wir Naturwissenschaftler uns gezwungen, weiterhin 8 Stunden zu arbeiten, um zum Beispiel bei den Hightech-Raketenabwehrriegeln, mit denen wir unsere Grenzen schützen sozusagen, die wir empfehlen, absolut Weltspitze zu sein, denn wir sehen am Beispiel der Ukraine, wenn man sowas nicht hat, wird man von den Angriffswaffen der anderen Seite einfach überrannt und grausamst abgeschlachtet. Und das wollen wir den Bürgern, den Bürgerinnen dieses Deutschlands nicht zumuten, sondern da wollen wir sie schützen. Deswegen dürfen wir nicht auf 3 Stunden täglich runter, jetzt noch nicht sozusagen. Dazu müssen wir erst die Gemeinwohlökonomie, Christian Felber, GWÖ und GWO-Diskussion. GWO ist unsere Gemeinwohlwirtschaftsordnung, die GWÖ-Diskussion und vor allem dann auch die daraus resultierende GWÖ-GWO-Kombination in Deutschland zum Einsatz bringen. Und auch dann müssen wir immer noch weiterarbeiten, weil wir dann immer noch den kapitalistischen Aggressoren weltweit ausgesetzt sind und gefährdet sind. Dann erst, wenn alle sich auf GWO umgestellt haben und alle tendenziell pazifistisch geworden sind, weil die Waffenkonzerne den Anreiz bekommen haben, weltweit nur noch, wenn jedes Jahr um 5% die Zahl der Getöteten zurückgeht, dann bekommen sie das gleiche, mindestens um 5% zurückgeht, dann bekommen sie das gleiche Geld wie vorher und dann haben sie mindestens, also oder bis zu 20 Jahren Zeit, sich auf zivile Kettenfahrzeuge zum Beispiel statt Panzer umzustellen, Schwerter zu Pflugscharen, ja, Schluck Wasser. Und dann sozusagen, dann können wir, besonders dann, wenn dann durch über die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften die Menschen vielleicht schon wieder in Mehrgenerationen-Gemeinschaft, Lebensgemeinschaften oder sogar in Bonobo-Schenker-kommunistischen Kommunen oder gar in dem aus unserer Sicht ja reinen Naturzustand, dem Naturzustand größter Glücksmöglichkeiten der Bonobo-kommunistischen Gruppe, den Bonobo-Schenker-kommunistischen Gruppenehen leben, ja. Wenn dann können wir davon ausgehen, dass wirklich keinerlei Angriffsgefahren weltweit mehr bestehen. Wir können alle weltweit total abrüsten, können wahrscheinlich dann auch direkt auf die Raketenabwehrriegel verzichten. Ja, es sei denn, es gibt noch eine kleine Frage, die ist, wären Bonobos tatsächlich pazifistisch, wenn man ihnen Schiffe gibt sie dann weit an das andere Ende ihres Verbreitungsgebietes fahren könnten, würden sie dann auch diese Gruppen noch liebevoll pazifistisch, würden sie denen liebevoll pazifistisch begegnen oder würden sie diese versuchen, wenn sie die stärkere Gruppe sind, irgendwie aggressiv anzugehen, irgendwie zu überfallen oder zu kolonialisieren, wobei sie ja dann ja, da eine Zweigstelle aufmachen müssten und so weiter. Aber schwer zu sagen. Ja, aber also im normalen Naturzustand bei Bonobos ohne Schiffe und so weiter verhalten sich die Bonobos ja absolut pazifistisch gegenüber den Nachbargruppen, in denen ja ihre Enkelkinder und Enkelkinder, ihre Töchter und Enkelkinder aufwachsen und so weiter. Und von daher ist das alles sehr pazifistisch und auf jeden Fall. Aber Sie merken, so eine Restvorsichtigkeit müssen wir auch dort noch bewahren und so weiter. Und ja, wenn die ganze Welt dann runtergeht auf 3 Stunden Arbeitstag pro Zeit, Arbeitszeit pro Tag, dann können wir das auch riskieren. Aber wir sollten immer die Augen offen halten, ob wirklich schon alles pazifistisch ist oder ob wir da
ja, ob es da nicht Rückfälle geben kann. Also so ein bisschen Vorsicht. Reine Defensivrüstung tut ja niemandem weh. Die Defensivabwehrraketenriegel, die wir uns vorstellen, sind ja nicht angriffsgeeignet und werden extra so konstruiert, dass sie andere Länder nicht angreifen können. Ne? Und ja, vielleicht kann man da sowas einbauen, wie wenn jemand versucht, die Raketen nicht auf die eigene Grenze zu beschränken, sondern auf andere Länder zu richten, dass sich das, dann das System von selbst zerstört oder so. Irgend sowas könnte man ja einbauen. Ne? Ja. Und wenn jetzt aber zum Beispiel ein Ansatz sagt, wir wollen sogar mit der Beschäftigung vielleicht auf 1 Stunde täglich zurückgehen, also statt 3 Stunden, wie es bei den naturnäheren Völkern beobachtet wurde, auf circa 1 Stunde täglich zurückgehen, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass man dann, ja, und das sofort, dass man dann natürlich den Ukraine-Zustand kommt und sofort irgendwann dann militärisch abgeschlachtet wird durch irgendeinen kapitalistisch angriffslustigen Staat, von denen wir ja genügend auf der Erde haben, ne? Bis jetzt noch, ja. Und das Problem ist auch, wenn ich so die Beschäftigung habe man kriegt ja kein Geld mehr dafür dann, oder man kriegt das gleiche Geld wie alle anderen. Dann ist es so ähnlich wie in der DDR. Dort kann man zum Beispiel Frauen kaum beeindrucken, denn wäre reiner Zufall, wenn man bei der Beschäftigung genau die Frauen hat, die sozusagen einem am besten gefallen und die man auch am stärksten beeindrucken möchte, ja. Und deswegen wird sich dann wahrscheinlich bei den meisten Menschen die Hauptaktivität in die Freizeit verlagern. Dort wird man Konkurrenz betreiben, Wettbewerb mit anderen Männern und wird versuchen, die Frauen stärker zu beeindrucken als andere Männer, weil das in unseren genetischen Möglichkeiten wohl offensichtlich drin ist. Das scheint in der DNS so zu sein. Also es scheint ja so zu sein, dass alle Männer, die diesen Wettbewerb nicht aufnehmen, deswegen aussterben, weil sie nicht an die höchst qualitativen Eizellen der fähigsten und kompetentesten Frauen rankommen und deswegen dann keine kompetenten Kinder hinterlassen und in dem Sinne dann relativ schnell aussterben. Das heißt, es stirbt in der Evolution ja immer der aus, der nicht an die höchstwertigsten Eizellen mit seinen Spermien rankommt und nicht selber zu den Leistungsfähigen gehört. Und von daher gehe ich davon aus, dass natürliche Menschen immer eine gewisse Wettbewerbs- und Konkurrenz- und Leistungsneigung haben dürften, wenn es sinnvoll ist, ja. Und wir machen uns nochmal klar, die Orang-Utans zeigen uns unseren Egoismus. Da sind die Frauen alleine und ungeschützt, weil Einzelgänger. Und was machen die Männer? Öfters vergewaltigen sie diese Frauen. Ne? Da zeigt sich die Brutalität dieses Egoismus und dieses Versuchs, um jeden Preis eigene DNS über die Spermien an hochwertige Eizellen der Frauen heranbringen zu können. Ne? Und die Orang-Utan-Frauen haben dann offensichtlich keine Möglichkeit, diese Kinder abzutreiben und nehmen diese Kinder dann wahrscheinlich auch an und ziehen sie dann auf. Ne? Und bei Gorillas, die ungefähr parallel zu den Löwen sind, nur dass Gorillas absolut null Fleischfresser sind und die Löwen nur Fleischfresser sind, ja, überwiegend Fleischfresser sind wahrscheinlich. Und überall haben wir das gleiche Muster und das dürften wir auch bei den Gorillas, wenn wir sie mal richtig beobachten würden, auch so genauso finden. Gorillamänner und Löwenmänner sind potenziell jederzeit bereit, andere alte Revierinhaber oder Rudelinhaber zu töten, zu vertreiben, zu töten. Und danach dann die Babys der alten Rudelinhaber und Revierinhaber zu töten, um Platz für ihre eigenen Babys zu schaffen und dann
Wahrscheinlich fordern die Gorilla-Frauen und die Löwenfrauen dann die Mörder ihrer eigenen Babys sofort zum Sex auf, weil die Frauen keine Wahl haben. Sie müssen so schnell wie möglich neue Kinder bekommen, um selber in der Evolution genügend in der Zukunft präsent sein zu können. Und diese brutalen Systeme verraten uns, was in unserer DNS steckt. Orang-Utans, Gorillas und Löwen zeigen es uns. Und dann sehen wir die Bonobos an und sehen, dass wir dort super wenig Schädigung haben, weil dort die Gruppe und die wachsame Gruppe der einander sich liebenden Frauen dieses besondere Sozialsystem, diese Gruppenehe mit hundertprozentig bisexuellen Frauen, 50%ig oder bisexuellen Männern, dass das ein solches Liebesnetzwerk unter den Frauen hat, dass diese zum Beispiel niemals Vergewaltigungen dulden, sondern eher dann den jungen Mann auch mit Unterbeteiligung der eigenen Mutter vertreiben, damit zum Tode verurteilen oder direkt totschlagen, wenn die Situation es erfordern sollte. Da haben wir also ein System mit super wenig Schädigung, mit Pazifismus gegenüber den Nachbargruppen, in denen die eigenen Töchter und Enkelkinder aufwachsen und so weiter. Und dieses Schutzkorsett einer Sozietät, das haben eben die Orang-Utans und die Gorillas und Löwen nicht in dieser Form, wie es die Bonobos haben. Die Bonobos haben dieses geniale System. Ich kann mir auch im Moment noch kein besseres vorstellen, ja. Vor allem müsste das ja auch erstmal genetisch verankert sein. Und da ich davon ausgehe, dass wir Menschen eben die Savannen-Bonobos sind und die ähnliche Genetik haben wie die Bonobos, sind wir jederzeit auch zur Bonoboschenker-kommunistischen Gruppenehe fähig. Wobei das Schenken, ja, natürlich, also das heißt, wir müssen zwei Korsette ins Auge fassen, die Bonoboschenker Kommunen als Schutzsystem, vielleicht sogar zwangsweise Bonoboschenker kommunistische Gruppenehen. Aber ein ähnliches Sozialschutzsystem könnte für uns die GWÖ-GWÖ-Kombination darstellen, nämlich das Korsett das Korsett würde eventuell genauso gut funktionieren wie die Bonoboschenker kommunistischen Gruppenehen. Das heißt, auch ohne, dass wir sofort wieder alle in Bonoboschenker kommunistischen Gruppenehen leben könnten, hätten wir mit dem Hilfskorsett der GWÖ-GWO-Kombination und deren politische Einführung den gleichen Schutz, wie als würden wir alle schon in Bonoboschenker kommunistischen Kommunen leben. Dann würden die Bonoboschenker kommunistischen Gruppenehen, die dann vielleicht über die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften irgendwann angeregt werden, nur noch unsere Lebenslust vergrößern, aber nicht mehr unsere Sicherheit in dem Sinne, ne? Und die Sucht, oder was heißt das hier? Das kann ich jetzt gerade nicht lesen. Die Sozialhilfe, dann hat ja eben der eine in der Talkshow, wie gesagt, wir nehmen an diesen Talkshows teil und wir können sie nur auffordern, wenn sie die Ansätze der anderen für zu unsinnig halten, dann spulen sie halt entsprechend vor. Im Moment haben wir da leider einen gewissen Schwerpunkt, werden aber zwischendurch immer wieder doch nochmal solche Sendungen wie diese hier produzieren. Ja, der eine sagte ja, die Sozialhilfeempfänger der 70er, die blieben ja konsumsüchtig und so weiter. Und die waren ja eben auch nach wie vor vorteilbringende Irrtümeropfer, also VI-Opfer und Suchtkranke, weil sie ja im Kapitalismus blieben als Sozialhilfeempfänger. In der GWÖ-GWO-Kombination sterben ja dann die vorteilbringenden Irrtümer ganz schnell aus. Die Suchtkrankheiten heilen aus, vielleicht noch unterstützt durch die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften und deren Anwendung von der zusätzlichen VIAT und freie Argumentekultur, die ja so ähnlich dann wirken könnte, wie die VIAT, die vorteilbringende Irrtümer abbaut,
Technik oder Therapie oder vorteilbringende Irrtümer, Aussterbenstherapie. Ne? Ja, und dann wäre nämlich auch das, was dieser Talk-Teilnehmer sagt, nämlich, dass es eine Notwendigkeit von Bildung gäbe, das wäre gar nicht nötig, denn die GWÖ-GWO-Kombination bewirkt die Ausheilung der Menschen auch ohne eine zusätzliche Bildung. Ja? Also das heißt, und die Gesunden bringen dann eben auch eben Leistung in der GWO oder in der GWÖ-GWO-Kombination oder in den Bonobo-Schenker kommunistischen Gruppenehen, wo sie die Frauen beeindrucken wollen und so weiter. Ja? Und anders geht's wohl nicht, ne? Und von daher, ja, so viel jetzt dazu. Also das heißt, Sie wissen, dass ich also all den Ansätzen, mit denen wir da talken oder ich talke, um eben die Fernsehtechnik zu lernen auch und darin wirklich gut zu werden, dass wir die sozusagen ja, für geprägt von vorteilbringenden Irrtümern VIs halten, dass wir den Eindruck haben, die anderen Talk-Teilnehmer sind aus unserer naturwissenschaftlichen Sicht, die wir uns über 50 Jahre bemüht haben, frei zu werden von vorteilbringenden Irrtümern, auch unserer eigenen jeweiligen Sparte. Ich winke Ihnen gerade noch mal ein Hallo, damit Sie, ja, hallo, das sehen Sie doch hoffentlich. Aber wahrscheinlich live nicht, sondern nur in der Aufzeichnung. Ja, und und dass die anderen Ansätze eben aus lauter, manchmal von ihrer eigenen Ursprungssparte sozusagen da Opfer der Gehirnwäsche durch die vorteilbringenden Irrtümer der eigenen Sparte und auch einiger anderer Sparten sein dürften und so weiter. Und wenn Sie dann jetzt das Gefühl haben sollten, dass Sie viel zu wenig von uns jetzt an Informationen über die GWÖ-GWO-Kombination dadurch kriegen, dann, es ist alles schon gesagt, ich zeige Ihnen das nochmal, gehen Sie auf unsere Homepage, also die Homepage heißt ja hier nextscientistsforfuture.de, alles ein Wort. nextscientistsforfuture.de, das finden Sie auch, wenn Sie auf, ja, oder ich zeige Ihnen das erstmal, also gehen Sie auf nextscientistsforfuture.de, nextscientistsforfuture.de, dann zum Beispiel gehen Sie hier auf Kontakt zum Beispiel, wo steht das, hier steht das, dann sind und ziehen noch ein bisschen weiter runter, dann haben Sie zum Beispiel die Videos. Und wenn man jetzt hier draufklickt, zum Beispiel, das ist unser Hauptsender von den Next Scientists for Future, der Weltrat der Weisen Sender. Aber wenn Sie den anklicken, das ist ein befreundeter Sender, da landen Sie dann, den klicken wir jetzt also im Geiste an. Sie klicken hier drauf, dann landen Sie hier. Moment, Sie landen dann hier auf diesem Sender hier, News und Talks für Gebildete, wenn Sie dann auf Videos gehen und die letzten Videos anklicken, ja, ich würde jetzt da draufklicken und würde das die letzten Videos anklicken, dann lande ich dann auf diesem Video zum Beispiel aus der Talkshow, ja. Weltrettung ist gleich Gemeinwohlökonomie, Christian Felber, GWO, GWO, Diskussion oder und Kombination. Kapitalistische Gehirnwäsche zerstört uns und aus unserer Sicht ja auch die Talk-Teilnehmer, indem sie sie zu unrealistischen Menschen und Weltbildern veranlasst hat. Ne? Und Sie sehen dieses Video hier und dann sehen Sie unten unter mehr Ansehen, wo ist das hier? Hier kann man das mehr ansehen. Warten Sie, das zeige ich Ihnen aber nochmal. Das mehr ansehen, weniger anzeigen. Ja, dann können Sie hier unter mehr ansehen gehen, klicken Sie drauf und dann ist alles ein bisschen versteckt, weil wir es ja nicht auch jedem Verrückten so leicht machen wollen. So, und dann
In dieser Liste der Links gehen Sie hier auf diesen Link, ratderweisen.beepworld.de, können Sie auch abschreiben. Da klicke ich jetzt quasi im Geiste drauf, dann finde ich mich plötzlich hier wieder und bin dann hier wieder hier und gehe dann mal hier hin. Das ist das, was ich jetzt gerade eben aufgerufen habe. Das ist das Rad der Weisen, Beepworld, ja, das hatte ich gerade aufgerufen. Dann gehe ich hier hin, ziehe das hier so rüber und da ist jetzt so, wenn Sie das alles durchklicken und diese drei YouTube-Fernsehsender alles durchklicken, dann haben Sie alle Informationen, die Sie dazu brauchen, über die gesamte Evolution der Menschheit, wie das alles gekommen ist mit diesem Kapitalismus und ja, und das finden Sie dann alles wieder und dann können Sie hier zum Beispiel die Partei des Gemeinwohls anklicken. Und wenn Sie überall diese Links alle anklicken, dann kommen Sie hier, haben Sie auch nochmal diese TV-Sender online, ja. Und wenn Sie alle diese Links anklicken und dort wieder alle Links anklicken, dann können Sie ein umfassendes Studium machen und können alles Wichtige über die Menschheit erfahren, mit dem Hinweis nochmal, alles andere ist zu 99% Unwahrheit, sind vorteilbringende Irrtümer, schadet ihnen und so weiter. Und das können Sie vergessen sozusagen. Ja? Ja, und deswegen sollten Sie, wenn Sie ernsthaft wissen wollen, wie die Welt funktioniert ist und ein richtiges, wirklich lernen wollen, wie alles ist und ein ernsthaftes Studium haben wollen, dann müssen Sie das so machen. So, und jetzt beende ich als erstes. Also damit haben Sie Zugang zu allem und wir brauchen nicht in jeder Talkshow oder in jeder neuen Sendung immer zu wiederholen, was wir schon in über 1000 Sendungen hundertfach immer wieder erklärt haben. Das können Sie alles gründlich studieren und sollten es eben auch alles anschauen, weil Sie lange brauchen, bis Sie die Welt wirklich verstehen. Ja, und jetzt stoppe ich als erstes die Aufzeichnung. Auf Wiedersehen, liebe Aufzeichnungszuschauer. Es geht ja am Samstag wieder abends mit der nächsten Talkshow wieder weiter. Aber wie gesagt, wenn Sie alle Informationen wollen, müssen Sie halt richtig studieren und die älteren Sachen anschauen. So, tschüss, liebe Aufzeichnungszuschauer. Ich winke Ihnen noch einmal. Tschüssi, tschüssi. Bis Samstag und tschüss.